Liebe Brüder, ich grüße Sie. Unser Bruder Senior wollte mich, den steinalten Jungbruder, unbedingt bei diesem besonderen Brüdertag dabei haben. Er sagte, notfalls holen wir dich mit einer Sänfte. Aber das geht nun leider nicht. Ich wäre wirklich gern dabei gewesen, aber solche Großereignisse, die schaffe ich einfach nicht mehr. Unser Bruder Senior war dann der Meinung, ich könnte doch auch einen Beitrag zur Geschichte der Brüderschaft bringen. Erzähl einfach etwas, was du erlebt hast zu deiner Zeit im Unterricht und in der Ausbildung der Brüder. Das geht, Gott sei Dank. Und dank der modernen Technik, die das sogar hörbar und sichtbar macht, Bruder Gerard schafft das. 125 Jahre Geschichte der Brüderschaft. Die Brüderschaft, die ist mir wichtig jetzt. Ich denke jetzt nicht an den Diakon, sondern an die Brüder, die andere Seite des Diakons. 125 Jahre haben diese Brüderschaft gestaltet, die Brüder und ihre Frauen, nicht nur die Rektoren und die Brüderpfarrer, sondern die Brüder und ihre Frauen. Und ihr schreibt diese Geschichte ja nun weiter. Über 60 Jahre habe ich die Brüderschaft so als Seiteneinsteiger miterlebt und zum Teil auch mitgestaltet, und dafür bin ich sehr dankbar. Was ich jetzt erzähle, ist dann etwas sehr Persönliches und betrifft einseitig die Brüderschaft, weil mir sie ja so wichtig ist. Bevor ich nach Rummelsberg gekommen bin, kannte ich nur vom Hörensagen den Spruch, die Rummelsberger Brüder sind bibelfest und fromm. Fünf Brüder habe ich gerade einmal kennengelernt in Regensburg. Auf die traf diese Bezeichnung zu. Sie waren bibelfest und fromm, so wie ich es vom CVM her kannte. Als ich dann nach Rummelsberg kam, überraschend versetzt von der Landeskirche zu Rektor Nicol als Adlatus, sagte der mir einmal, leicht schmunzelnd, wir sind eine evangelisch-lutherisch eindeutig geprägte Brüderschaft, aber wir sind gesalbt mit einem Tropfen pietistischen Öls, es dürfen auch zwei Tropfen sein. Und so habe ich das dann auch erlebt. Im Mittelpunkt, wichtig, die Heilige Schrift, Sola Scriptura. Aber ebenso wichtig die persönliche Frömmigkeit, die Praxis Pietatis. Als ich kam, fiel mir auf, wie die Brüderschaft eigentlich alles beherrscht hat. Ich wohnte im Brüderhaus, da gab es den Brüderhausvater, da gab es den Brüderpfarrer, da gab es den Brüder Senior, da gab es die Brüderbräute, die Brüderfrauen, das Brüderblatt, den Brüdertag, die Brüderkinder, die Brüderfrauentage. Alles war von der Brüderschaft bestimmt. Das war das eine, was auffiel. Und das andere war, ich habe erlebt eine Konfrontation mit dem Wort Gottes in einer Weise, wie ich das bisher nicht gekannt habe. 7 Jahre lang habe ich ja im Brüderhaus gewohnt.
und mitbekommen, die stille Zeit, die Morgenandachten und Abendandachten, den Unterricht mit dem Hauptfach Bibelkunde, den Wochenschluss, die Gottesdienste, die Bibelstunden. Bei Sitzungen und Besprechungen gehörte selbstverständlich das Wort der Heiligen Schrift dazu mit Gebet. Auch in den anderen Häusern war es so, dass das Wort Gottes einfach zum Tagesablauf dazugehörte. Ich erlebte dann im Brüderhaus die 14- bis 17-jährigen Helfer, die jüngeren Brüder und auch ältere Brüder, die zum Teil Kriegsteilnehmer waren und die nun auf engstem Raum miteinander lebten und miteinander arbeiteten. Sie kamen aus den verschiedensten Berufen. Sie kamen aus der Landeskirche, aus unserer bayerischen und auch aus anderen Landeskirchen. Sie waren geprägt vom CVJM, vom EC, von der landeskirchlichen Gemeinschaft. Sie kamen aber auch aus unkirchlichen Familien. Und die lebten da nun zusammen und kamen miteinander aus, so unterschiedlich sie auch waren. Das war nicht leicht, das war anstrengend, das war manchmal stressig und nervig und auch ärgerlich. Aber sie haben in einer Art und Weise zusammengelebt, die mich beeindruckt hat. Ich habe etwas gemerkt von dem, nehmt einander an, so wie Jesus Christus euch angenommen hat zum Lobe Gottes. Das kannte ich bisher nicht. Ich bin in einem Schülerheim aufgewachsen. Ich bin beim Militär gewesen, im Krieg und auch in der Gefangenschaft, habe Kameradschaft kennengelernt und auch schätzen gelernt. Aber diese Art des Zusammenlebens, bestimmt vom Wort Gottes, immer wieder neu einander annehmen, so wie Jesus Christus uns angenommen hat. Das hat mich ungeheuer beeindruckt. Das hat mich fasziniert. Ich habe so Brüderschaft erlebt. Und deswegen habe ich meinen Plan aufgegeben, in die äußere Mission nach Tansania zu gehen und bin in Rummelsberg geblieben, aus Überzeugung, ich wollte auch das Brudersein lernen. Auch ein Pfarrer, auch ein Vorgesetzter kann Bruder sein. Warum nicht? Von Anfang an bin ich mit eingespannt gewesen im Unterricht bei den Brüdern und Helfern. Das war etwas schwierig, denn das, was ich von der Universität mitbekommen hatte, das hat ja bei weitem nicht ausgereicht. Ich musste mich also gewaltig vorbereiten und saß nachts oft bis um 2 Uhr in meinem Büro und habe mich vorbereitet. Die Brüder zwangen einen geradezu dazu mit ihrem Interesse und mit ihren Fragen und mit ihrer Kritik. Dabei war mir das Fach Bibelkunde ganz besonders wichtig. Und da war ich mit Begeisterung dabei. Das Wie der Bibelkunde, die Methodik, die Didaktik kam nicht von irgendeinem Professor, sondern von Maria, der Mutter Jesu. Lukas Evangelium Kapitel 1, Kapitel 2, Johannes 2, bibelfeste Brüder wissen, was da steht. Die, die es nicht wissen sollten, Lukas 1, das Magnificat, zeigt, dass Maria sich sehr wohl auskannte in ihren heiligen Schriften. Maria hat neu die Botschaft Gottes gehört und es heißt,
Sie behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und das Dritte, Maria sagte bei der Hochzeit zu Kana, zu den Dienern, im Urtext steht da Diakone, was er, Jesus, euch sagt, das tut. Das sind klare Leitsätze. Man macht ja seine besonderen Erfahrungen, wenn man sich intensiv mit der Bibel beschäftigt. Allein. Und nochmal anders ist es, wenn man das gemeinsam tut. Miteinander lesen, miteinander hören, miteinander nachdenken, fragen, Zweifel äußern, dürfen, streiten, lernen aufeinander zu hören und trotz unterschiedlicher Auffassung einander anzunehmen, wie Christus uns angenommen hat. Das alles kann man lernen. Man muss es über einen längeren Zeitraum üben. Wir haben wichtige Bibelverse miteinander auswendig gelernt, uns eingeprägt und im Herzen bewegt. Nach dem Motto, einen Bibelvers pro Werktag lernen, macht konsequent durchgehalten im Jahr 300 Bibelworte aus. Damit hat man einen Reichtum, mit dem man mitreden kann und antworten kann in Glaubensfragen. Das ist einfach drin in einem und das braucht man. Jünger Jesu heißen ja auch Schüler Jesu, also die, die immer neu dazu lernen und das lebenslang tun müssen. Wir haben uns gefreut, als der Oberkirchenrat, der in Rummelsberg der Diakonenprüfung vorsaß, gesagt hat, ich wünschte mir, die Theologiestudenten würden im theologischen Examen die Bibelkenntnis mitbringen, die die Brüder haben. Das hat uns gefreut. Freilich, das Wissen ist die eine Sache. Ich muss etwas wissen. Aber ob ich das glaube, was ich weiß, das ist eine andere Frage. Und so haben wir versucht, miteinander, ist das bald? So haben wir versucht, miteinander uns auch in Glaubensfragen und was den Glauben betraf, beizustehen und haben dabei auch unsere Grenzen erlebt. Wir haben dann gelernt, doch auch so zu beten wie jener Mann, der den Herrn Jesus anflehte wegen seines kranken Kindes, und gebeten hat, Herr, ich glaube, ich hilf meinem Unglauben. Anders übersetzt, ich möchte ja glauben, aber hilf mir doch, dass ich es auch kann. Und noch etwas war die Erfahrung. Ein langes gemeinsames Bibelstudium verbindet einen in einer ganz besonderen Weise. Es verbindet einen mit Gott und es verbindet einen untereinander. Das ist bis heute spürbar, jedenfalls ich empfinde das so.